was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Heute in Hamburg. Heute steht Rücken auf dem Plan mit meinem Coach Tobias. Ne, wir haben jetzt schon seit anderthalb Jahren zusammen. Ja. Ne, geht auch relativ gut voran, also Fortschritt. Ich glaube, Vorstellen brauche ich dich eigentlich nicht mehr so. Wer die Szene verfolgt, kennt dich ja. Ja, wenn nicht, Tobias Hane bei YouTube oder bei Insta. Und du übertreibst, untertreibst gerade. Es geht sehr gut voran, gerade in diesem Aufbau letztes Jahr. Erstmal Stage. Genau. Und Blut geleckt, ne? Blut geleckt. Jetzt weitermachen, große Ziele gesteckt. Ich bin davon überzeugt, dass wir das auch hinkriegen. Ja. Ne? Genau. Du hast auf jeden Fall die Erlaubnis, mich heute zu schlachten. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Für euch auch ganz interessant, dass ihr da einfach mal ein bisschen Mehrwert von jemandem mitnehmen könnt, der schon, wie viel lange Erfahrung hast du jetzt schon? Ich trainiere schon 20 Jahre mittlerweile. Habe alles ausprobiert, alles, was man nicht ausprobieren sollte, was Blödsinn ist, und dann auch irgendwann einen Weg gefunden, wie man gut im Training vorankommt, sinnvoll im Training vorankommt und vor allen Dingen auch, wann man das Training steuert, wie jetzt bei dir, für deine Klasse, dass wir da ein bisschen anders arbeiten, auf einem Superschwergewicht oder bei einem anderen Athleten oder bei einer Athletin. Das Training gestaltet sich immer ein bisschen anders, deswegen fahren wir jetzt bei dir jetzt zum Beispiel in der, ich wollte gerade sagen, RP, in der Mensphysik, mit dem Latten an. Einfach weil der Rücken ja so wichtig ist, das X-Frame, das obere X-Frame, ich weiß nicht so wichtig bei der Mensphysik, aber. Wer trotzdem trainiert. Genau, aber es ist halt wirklich wichtig, dass der Lat ausladend ist, deswegen gehen wir direkt an den Lat ran. Normalerweise hast du Latzug im Trainingsplan, das ist eher der Teres, aber wir haben jetzt hier irgendwie die Möglichkeit, mit dem Nautilus Pulldown zu arbeiten, um wirklich im Einzelnen schön den Lat zu arbeiten, das wirst du auch gleich merken, da kommst du ordentlich rein und das wird dich fordern. Hier auf jeden Fall auch im Home Gym von Tobias, also sein eigenes. Dementsprechend alles richtig geile Maschinen ausgewählt. Ne? Dementsprechend. Wir müssen gut arbeiten hier, deswegen ist soweit alles da. Erweitertes Home Gym. Ja, wird noch größer, kommt noch vieles und seid da gespannt, kommt auf jeden Fall auch bei Tobi dann vorbei in Zukunft. Genau, genau. Dann starten wir mal rein. Ganz wichtig ist halt immer, man muss schon ein bisschen vergessen, dass man 10 Wiederholungen oder 12 Wiederholungen schaffen will, um dann nicht dieses, ach komm, ich reiß dich schnell, dann mache ich noch eine, sondern wirklich immer dran denken, mach es dir so schwer wie möglich, weil je schwerer du es dir machst, umso härter du den Muskel kontrollierst, umso besser. Du willst den Muskel ja zum Versagen bringen. Du willst dir es schaffen, dass du nicht mehr kannst. Hit-Training und Volumentraining. Aber wenn jetzt zum Beispiel sagst, pass auf, bei irgendeiner Übung am Kniebeugen, da kann ich nicht in dieses Versagen, weil ich einfach Angst habe, unten zusammenzubrechen. Ja. Weil es ist beim Kniebeugen echt unangenehm, wenn du unten sitzen bleibst. Dann sagst du, okay, ich lasse immer 1 bis 2 Wiederholungen im Tag. Ich weiß, ich könnte noch 2 eventuell. Dann setzt ab und machst dafür statt 2 Sätze 3 Sätze. Weil es nicht so intensiv ist, dafür machst du einen Satz mehr. Das mache ich zum Beispiel in einer Trainingspause.
mach mein gleiches Training, lass immer eine Wiederholung offen am Ende des Satzes, mach der 5 Satz mehr. Jetzt gehen wir an die Hybo, oberen Bereich, einfach beim Rückentraining ist es ein bisschen anders als bei der Brust. Bei der Brust habt ihr einen großen Muskel, den bearbeitet ihr mit allen Übungen rundum. Beim Rücken ist es ein bisschen anders, einfach weil der Rücken aus ganz, ganz vielen Muskeln besteht, muss man so ein bisschen, ich sag mal so, den Rücken so ein bisschen abarbeiten. Ich fange halt gerne Latte an, den oberen Rücken und dann Rückenstrecker. Das sind so meine drei Basics. Im Grunde kannst du ein gutes Rückentraining mit drei Übungen perfekt ausführen. Also die Oberkörper geht nach vorne, Arme gehen nach hinten, dann kriegst du noch mehr Squeeze mit rein. Dann bist du dann auch hier, ne? Ja, schön. Das hat gefehlt, tatsächlich. Denk doch, vorne kannst du bleiben. Du ruckst schon wieder so ganz leicht nach hinten. Genau. Setz dich sonst mit dem Becken ein Stück weiter nach hinten. So leicht vertikal ist es. Jetzt heftig. Ja, ja. Weil jetzt fällst du nicht mehr nach hinten mit dem Oberkörper. Ganz konstant kommen. Kopf schön oben lassen. Komm. Sehr schön. Hier gehst du unten schön nochmal rein. Brauchst du so 5, 6 Meter oben zu machen, was relativ leicht ist. Ne? Ich spüre das jetzt gerade schon so krank. Ja, ja. Das ist gut, wenn du hier bei der Maschine hinter dem Sitz bist, machst du den Weg halt so lang und hast so viel Last in der gedehnten Position. Und wenn es dir dann kippt. Aber ich gehe ja mit der Schulter nicht nach vorne, sondern bleibe. Genau, hier. Also du drehst dich jetzt nicht so komplett auf, sondern bringst die Latte dazu. Die Schulter geht ein bisschen mit nach vorne, je nachdem wie lang der Arm ist. Genau. Vielleicht ein bisschen höher. Versuch den Ellbogen so nah wie möglich an den Körper zu bringen. Weißt du, mal ein bisschen nach hinten nach außen zu gehen, dass ihr wirklich hier hinbringst. Genau. Das ist hier richtig. Und ein bisschen weiter stretchen. Ja. Sehr schön. Und Kopf wieder. Das ist immer ganz wichtig, weil. Man denkt, es ist nur der Kopf, aber dadurch, dass du den Kopf runter machst, bist du auch oben in der Brustwirbelsäule ein bisschen runter. Und dann ruderst du hier unten rein, anstatt wirklich von hier. Das ist lustig, das sage ich den Leuten im Studio auch nicht mal, aber wenn du es dann selber die Übung machst, erwische ich das auch in der Weile. Komm. Nicht nach hinten nehmen. Weil du den Oberkörper vorne ziehst, nur aus dem Latt. Nur aus dem Latt, genau. Noch ein. Was ist denn jetzt zum Ruckel? Komm. Sehr schön, genau so. Das machen wir noch einmal. Schön konstant. Sehr schön. Das ist nicht perfekt. Komm. Sehr schön. Sehr schön. Hast du gemerkt, ne? Ja. Wir haben gerade darüber gesprochen, wann man anfängt zu helfen und wann man selbst aufhört zu arbeiten. Und es ist halt wirklich so, wenn ihr merkt, ihr seid am Limit und kommt jetzt in der Bewegung noch 80% und
arbeitet einfach nur noch gegen die Wand und kommt nicht mehr weiter, dann ist der Satz zu Ende, die Wiederholung zu Ende. Wenn ihr einen Trainingspartner habt, sollte der Trainingspartner im Idealfall dann nicht einfach nur reindrücken, sondern nur so viel drücken, dass du selber noch reingezogen bekommst. Also ich sag mal, ich nehme jetzt dann durch mein Drücken 10% vom Gewicht ab, weil du noch schaffst, die 90% zu ziehen, die 100% schaffst du nicht mehr, aber du schaffst noch 90% zu ziehen, ja. Dass ich dich, also dass du trotzdem noch so viel Arbeitsaufwand wie möglich hast, so wie du es halt schaffst, dass du es halt noch schaffst. Ne? Komm. Schön. Lass den Ruck hinten weg. Komm, noch zieh, noch wieder Leine, noch wieder Leine, noch wieder. Sehr schön. Das war perfekt. Sehr schön. Weiter. Na komm. Zieh. Sehr schön. Alles du, bist alles du, bist alles du. Schön, zieh. Ja, genau. Perfekt, zwei Stück. Ja, komm, zieh. Kopf oben lassen. Komm. Genau. Sehr schön, noch einer. Komm. Ja. Sehr schön. Jetzt sollte der Leib richtig dicht sein. Doch, der ist voll. Ich würde sagen. In meiner Pause, wenn der schön zuläuft. Das meinst du danach dann, ne? Ja. Genau. Das ist ganz wichtig. Gut, siehst du hier mit, ne? Merkst du? Aus dem Nacken jetzt? Ja. Genau. Schon wieder runter. Ja. Denk dann, dass du die Arme streckst du quasi gefühlt immer nach vorne und versuchst sie weit nach außen zu bewegen. Ja. Das ist genau hier an dieser Stelle. Okay. Das habe ich nicht wieder gemerkt. Ja. Also, du musst dir vorstellen, dass du quasi die Arme von hier nach da hinten außen bringen willst. Also wirklich nicht, dass du hier nach hinten kommen willst, sondern dass du nach außen kommen willst. Ja. Wenn du die Arme ein bisschen über Schulterhöhe hast, dann kannst du das schon gar nicht mehr. Ja. Wenn du hier unten halt bist, dann kriegst du die halt viel weiter nach hinten und arbeitest zum Trapez. Ja, stimmt. So, das merkt man natürlich hier oben, kommst du halt schon nicht so weit und blockierst du hier oben durch den Nacken. Und wenn du den Nacken merkst, bist du sowieso falsch. Ja, ja. Deswegen, die hintere Schulter hat einen relativ kleinen Radius, weil ab hier hinten zieht halt der Nacken dann die Schulterblätter zusammen, also Trapez. Deswegen, dieses extrem schnelle und nach hinten alles sein lassen, lieber ein bisschen schwerer hier. Und halt wirklich, dass du hier schon richtig Spannung hast. Weil hier arbeitest du schon voll aus Muskeln, ja, in dem Bereich. Das ist genau wie beim Seitheben. Hast du auch hier, hast du beim Kabelzug zum Beispiel, hast du schon eine super Last. Ja. Aber du ziehst, ja, hast hier schon die Schulter voll drin. Aber Ellbogen bleiben oben, ne? Genau, Ellbogen bleiben oben. Geh schön ganz zusammen. Genau. Fast, dass du Spannung rausgehst. Ja. Schon wird es richtig schwer. Drücken. Sehr schön. Komm, eine halbe Masse noch. Komm. Okay. Aber wieder geschwungen, aber. Bei der letzten Wiederholung okay. Bei der letzten Wiederholung okay. Drück einfach gegen. Genau. Ja. Sehr schön. Gut.
Kopf. Komm. Sehr schön. Ja. Sehr schön. Ja, doch. Ja, hier merke ich das schon direkt unten, wie das zuläuft. Das Eklige ist halt, du bringst dich, ich sage mal so im ersten Ansatz, ins Versagen, atmest fünfmal, gehst wieder rein und die erste Wiederholung ist eigentlich schon nahezu Muskelversagen. Ja. Das sind gleich wieder effektive Wiederholungen. Mhm. Das ist immer das beim Bropsatz, was ich beim Bropsatz halt nicht so gerne mag. Du gehst rein und die erste Wiederholung ist erstmal leicht. Das heißt, eine absolut verschenkte Wiederholung. Bei dem RP-Satz weißt du, die erste ist genau gleich eine effektive Wiederholung. Du hast drei wirklich richtig schwere. Mhm. Wiederholung ist auch meistens so, wenn du 8, 9 Wiederholungen im ersten Satz machst, dann machst du danach nochmal 3, 4 und dann vielleicht nochmal 1, 2. Ja. Dann ist einfach alles tot. So, das war's mit dem Pull-Workout. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich kann auf jeden Fall mega viel mitnehmen. Auch wenn wir jetzt schon seit 1,5 Jahren zusammenarbeiten, war das doch jetzt nochmal irgendwie anders, besser. Es ist immer ein bisschen, man lernt immer. Das ist ganz wichtig im Bodybuilding. Wenn du denkst, du weißt alles, ist deine Verloren. Du musst immer, selbst ich gehe noch zum Personal Training, um immer noch irgendwo ein bisschen was rauszuziehen nach 20 Jahren. Weil es geht immer weiter. Oder wenn du jetzt mal mit anderen Leuten aus Amerika trainierst, genau. Da ist der Stand wahrscheinlich eh nochmal ganz anders als hier in Deutschland. Ja. Und wenn ich das dann auch mitnehmen kann und ich gebe es dann auch wieder weiter an Leute. Genau. So ist ja der Kreislauf genau. Im Sport, der wird generell von Wissen. Ja. Das läuft von A nach B. Genau. Ich glaube, du, Marc, kannst auch sehr viel mitnehmen. Auf jeden Fall. Viel gelernt heute. Selbst durch Zugucken. Ja. genau. Wie gesagt, das war's. Guckt bei Tobi vorbei, ne? Falls ihr einen Coach braucht. Schreibt ihn auf jeden Fall mal an oder wenn ihr irgendwie Fragen habt, also macht ihr auch immer Fragen unten. Ja. Nein? Genau, habt ihr auf jeden Fall eine richtig gute Expertise. Genau, das war's. Ja. Ne? Vielen Dank dir, hat Spaß gemacht. Ja. Ne? Genau. Spaß gemacht. morgen muss es bleiben. Ja, hoffe ich. So soll es sein. Sauber. In dem Sinne, haut rein. Ciao. Ciao.